dich selbstständig machen als Heilpraktiker oder Heilpraktikerin? Was bedeutet das? Worauf musst du achten, wenn du deine eigene Praxis gründen willst, zum Beispiel für Naturheilkunde, Homöopathie, Osteopathie, Psychotherapie oder andere alternative Heilmethoden? Wie generierst du zuverlässig neue Klienten? Wie kannst du deine Patienten, deine Kundenakquise automatisieren und auf die digitale Welt anpassen? Über genau diese Fragen habe ich mit dem Heilpraktiker für Psychotherapie und Hypnose, Manfred Huber, gesprochen und auch über die finanziellen und wirtschaftlichen Folgen seiner Entscheidung, sich selbstständig zu machen. Wie du selbst als Heilpraktiker oder Heilpraktikerin arbeiten und deine Praxis auch zu einem finanziellen Erfolg führen kannst, das erfährst du jetzt. Denn heute ist bei mir Manfred aus Wasserburg. Er ist Heilpraktiker speziell für Psychotherapie und er muss es wissen, denn er hat sich vor 9 Jahren selbstständig gemacht und heute sprechen wir mal genau über seine Erfahrungen und ich freue mich, dass er da ist. Hallo Manfred, wie geht's dir? Grüß dich. Hallo Stefan, danke dir für die Einladung. Freut mich, dass ich mitmachen darf bei deinem Interview und ich bin schon gespannt, um was es heute alles geht. Ja, lass uns gleich voll einsteigen. Es geht heute um Selbstständigkeit im Allgemeinen und freiberufliches Arbeiten. Und du bist ja in deinem Bereich auch Unternehmer, du bist selbstständiger Unternehmer. Ja, obwohl du jetzt, sag ich mal, in einem therapeutischen Bereich arbeitest und auch im Gesundheitswesen im weitesten Sinne das verortet ist. Ja, du bist selbstständig, du arbeitest auf eigene Rechnung. Und da kommt gleich meine erste Frage. Warum hast du dich überhaupt selbstständig gemacht? Was war deine Intention? Die Intention war damals, 2009 ist es konkret geworden, da war ich noch angestellt. Bis dahin war ich insgesamt 20 Jahre im Angestelltenverhältnis. Und dieses Thema Psyche, Gehirn, therapeutisches Arbeiten hat im Laufe der Zeit so viel Begeisterung bei mir geweckt, dass ich mich dann 2009 entschieden habe, den Weg zu wagen, vom Angestelltensein hinüber in die Selbstständigkeit. Ich wollte eine Praxis gründen. Ich wollte psychotherapeutisch arbeiten. Und das war eigentlich der Weg, den ich mir vorgestellt habe, den ich gehen könnte, den man gehen kann, eben als Selbstständiger und das zu wagen und zu tun, weil die Begeisterung so einen Antrieb gehabt hat. Ja gut, aber die Begeisterung für das Thema ist das eine, aber ich meine, du willst ja therapeutisch arbeiten und das heißt, du hast was mit Menschen zu tun. Jetzt Selbstständigkeit hat erstmal was mit Zahlen zu tun. Ich meine, warum dann nicht irgendwo angestellt als Therapeut oder therapeutisch arbeiten? Warum selbstständig? Interessant, dass du sagst, es hat erst einmal was mit Zahlen zu tun. Bei mir war es der zweite Schritt. Also das erste Mal war die Begeisterung. Das Thema war für mich so heiß und hat so viel Raum eingenommen in meiner Freizeit oder in meinem Leben, dass ich mich entschieden habe, den Weg zu gehen. Und in zweiter Linie, und im zweiten Ding habe ich dann gesagt, hey, eben wenn ich den Weg wirklich als Selbstständiger gehen will, dann muss ich auch davon leben können, weil ich hatte im Hintergrund ja Frau und 2 Kinder. Und natürlich sind die Zahlen, wie du sagst, da existenziell wichtig sogar, weil ich die Hauptverantwortung für die finanzielle Sicherheit der Familie auch tragen durfte. Also die Zahlen kamen einen zweiten Schritt und tatsächlich habe ich mich wirklich auch mit dem Thema viel beschäftigt während des Überlegens, kann ich mir das leisten, kann das wirklich funktionieren, kann ich eben als Haupteinkommensgenerierer da die Familie ernähren. Diese Fragen waren tatsächlich existenziell wichtig. Ich habe mich viel beschäftigt und erst als ich ein gutes Jahr, ich kann es mir vorstellen, dass man es hinbekommen kann, gehabt habe, bin ich den nächsten Schritt gegangen. Ja, da sagst du jetzt einen wichtigen Punkt. Der wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen, weil ich meine, du kommst aus einer, was weiß ich, aus einem sehr, ich sag mal, glaube ich, festangestellten Arbeitsverhältnis und auch ein sehr interessantes Thema, was jetzt, sag ich mal, mit Psychotherapie jetzt, sag ich mal, erstmal nicht ganz so viel zu tun hatte, wenn ich das richtig verstehe. Ja. So, wie jetzt die Frage, wie hast du es geplant, dass du sozusagen in den ersten Jahren ja erst noch gar keine Kunden hast? Dich kennt ja niemand. Da hast du ja zwangsläufig mit einer Einkommenseinbuße zu rechnen. Ich meine, wie bist du damit umgegangen? Wie viel Zeit hast du dir gegeben, um zu sagen, okay, bis dahin und wenn es dann nicht läuft, dann was anderes? Also ich komme ja aus der Technik, du hast ja schon ein bisschen angeschnitten, ich war in der Elektrotechnik und ein Programm, mit dem ich gut konnte oder gut immer noch gut kann, ist Excel.
Okay. Also ich habe meine Tabellenkalkulation praktisch gefüllt mit Planspielen. Tatsächlich habe ich Zahlen eben gespielt, was passiert, was kann ich mir leisten. Eben was mir ein bisschen leichter gemacht hat, war, meine Firma hat Leute gesucht, die gehen. Also ich habe eine Idee gehabt, dass es eine Abfindung geben kann, mit der konnte ich planen. Und dann habe ich mein Tabellenprogramm gefüllt und habe eben ausgespielt mit den Zahlen, was kann ich mir leisten. Ich habe ein paar Fixkosten, ich muss meinen Raum anmieten, ich muss meine Fixkosten mit der Familie decken. Und wie lang sozusagen würde das Worst Case reichen? So habe ich ungefähr angefangen. Und wie lang hat dein Worst Case so? Was hast du da? Das Worst Case war sicherlich über ein Jahr. Gut, unbedingt. Genau, also das macht schon Sinn, weil diese, wenn von der Seite schon wahnsinnig Druck kommt, dann kann der Druck auch schnell in die Starre umschlagen. Und das wäre ziemlich kontraproduktiv, vor allem in unserem Bereich. Ich kann keinen Klienten überzeugen, dass er bei mir kaufen soll. Naja, das funktioniert nicht. Du sagst richtig, das ist ja, auf der einen Seite sind es Patienten, auf der anderen Seite sind es Menschen, die wirklich Probleme haben, auch existenzielle psychische Probleme und ganz natürlich genau. Auch in ihrem Alltag, ich sag mal, auch an der Grenze stehen der Belastbarkeit, also der emotionalen Belastbarkeit. Da ist natürlich klar, dass es aber auf der anderen Seite auch für dich letztendlich eine Monetarisierung geben muss, sagen wir es mal unter Geschäftsleuten, deine Leistung muss irgendwie bezahlt werden, weil sonst kannst du es ja auch verschenken, aber das wäre dann ja nicht der Sinn, davon leben zu können. Und jetzt ist die Frage, was für Schwierigkeiten und was für so emotionale Belastungen hast du denn selbst erlebt in dem Fall? Weil es hat sicherlich nicht alles auf einmal sofort. Also ich habe immer wieder Freunde gehabt, die haben gemeint, dass ich sehr mutig war mit dem Weg raus in die Selbstständigkeit. Jetzt bin ich vom Grunde her eher wenig mutig, würde ich fast mich beschreiben. Das ist ganz interessant, wie unterschiedlich die Sichtweisen sein können. Wo ich angesetzt habe, ist, ich habe diese Angst runtergeschraubt. Aha, wie hast du es gemacht, wenn ich frage? Das hat eben so funktioniert, dass es erstens einmal habe ich den Worst Case eben mit den Finanzen zum Beispiel gehabt. Und da war ich, sagen wir mal, ein Jahr lang safe. Also ein Jahr lang brauche ich keinen Umsatz machen, damit es trotzdem funktioniert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es natürlich besser geht, dass ich im Laufe des Jahres was schaffe, verlängert mir das Worst-Case-Szenario. Ja. Also das ist schon mal erstens einmal, darauf war ich schon ziemlich entspannt. Das Zweite war, ich bin ja nicht aus meinem alten Beruf raus, weil ich total sauer gefahren war, sondern ich habe es noch gern gemacht, aber das Neue war halt noch interessanter. Das heißt, wenn ich in 2 Jahren wirklich merke, hey, ich krieg's überhaupt nicht gebacken, dann hätte ich gut und gerne wieder in die Branche einsteigen können. Und ich habe es gern gemacht und habe es auch einigermaßen gut gekonnt. Also da hätte ich mir sozusagen, der Rückweg war in gewisser Weise schon noch machbar. Vielleicht mit Gehaltseinbußen, vielleicht auch nicht mehr so auf so einem hohen Level, aber das hätte ich schon irgendwie hinbekommen. Gut, also du hast auf gut Deutsch zusammengefasst, hast du eigentlich eine erstmal unkalkulierbare Situation nach, ich sag mal, ganz rationalen Gesichtspunkten im Risiko minimiert und hast dich einfach, wie auch immer, ich meine, die Leute überleben am längsten, die am besten vorbereitet sind, die sich am besten auskennen, die am besten trainiert sind, also hast dich richtig gut vorbereitet, um einfach, sag ich mal, gewissen Dingen dich sozusagen zu stellen oder dem dich zu entziehen oder vielleicht auch gar nicht Gefahr zu laufen, in gewisse emotionale Probleme hineinzulaufen. Was ist dir denn trotzdem begegnet? Weil irgendwas geht ja immer schief. Genau, also mit diesen 2 Aspekten habe ich das runtergeschraubt. Das Dritte, was ich noch gemacht habe, ich habe Leute gesucht und befragt, die eben auch selbstständig sind. Das ist oft das Problem, dass jeder meint, er kann einen guten Rat geben. Also zum Beispiel macht es keinen Sinn, jemand, der angestellt ist, zu fragen, ob ich mich selbstständig machen soll. Oder wie ihr das findet. Der macht es ja nicht. Der hat vielleicht irgendwie in der Verwandtschaft irgendjemand oder der kennt jemand und meint, er kann einen guten Ausschlag geben oder meint, er hat die Meinung, dabei hat er bloß einen Glauben, dass er was meint, aber keine Ahnung. Ja, schön. Und das ist eine der Erkenntnisse, die ich mittlerweile gefunden habe, ist, pass auf, wen du was fragst. Ja, klar. Ich habe eben Selbstständige gefragt, die den Weg gegangen sind und habe sie um Rat gebeten, teilweise konkret mit Fragen, teilweise auch eben mit, hast du noch irgend sozusagen so ein,
So eine Joker-Idee. Und das Zweite ist, ich habe mal Leute gesucht, die den Weg auch eben als Heilpraktiker für Psychotherapie schon erfolgreich gegangen sind. Ja, das ist sehr vernünftig. Role Model. Ja, das ist sehr vernünftig, die Leute zu fragen, die schon dort sind, wo du hin willst, weil die sind ja schon dort. Das ist eigentlich ist es ganz einfach, aber klar. Aber es macht Arbeit, man muss sich trauen. Ja. Und auch hier eben zu sehen, was eben, kann es wirklich funktionieren oder macht er bloß eine Show noch vorne? Und das hat mir alles, bitte? Und hast du da, sag ich mal, den ein oder anderen Blender entdeckt? Ich blende jetzt in dem Sinn, habe ich einen Blender? Nee, ich habe keinen Blender erlebt, aber ich habe eine Riesenspanne an Zahlen auch bekommen. Ich habe natürlich auch in Zahlen gefragt, wie viel Umsatz machst du? Was bleibt am Monatsende über? Wie bekommst du neue Klienten? Solche Sachen habe ich auch immer gefragt. Und manche haben es selber gar nicht genau gewusst. Eine hat, kann ich mich erinnern, eine Heilpraktikerin hat gesagt, sie macht 20.000 Euro im Jahr. Und dann ich, was stimmt da im Jahr? Genau, du sagst, genau so habe ich auch, glaube ich, geschaut. Und dann habe ich aber nicht mehr, dann bin ich gar nicht mehr weiter darauf eingestiegen, als eigentlich, da will ich nicht hin. Brauchen wir nicht reden, weil von 20.000 Euro kannst du nicht zwei Kinder eine Familie ernähren und allein schon vom Umsatz her nicht. Und, ganz genau, das ist ein Hobby. Ja. Leben. Meistens ist es ja witzigerweise quersubventioniert in solchen Fällen, weil wahrscheinlich sie nicht ihr Leben alleine finanzieren muss, sondern einfach was dazu verdient. Stelle ich auch oft fest in den Coachings oder in irgendwelchen Beratungen, dass dann Leute, dass ich im Nachhinein herausstelle, ja, wieso geht's denn? Ja klar, weil eine zweite Partei, also sei es Lebenspartner, Lebenspartnerin, ja eine Festanstellung hat und natürlich die Hälfte der Kosten trägt und vielleicht auch mal das gemeinsame Auto nutzt und irgendwie kommt es gar nicht so auf den Plan, dass da nebenbei aber jemand ist, der mitfinanziert. Ja. Aber gut. Dann kann man es ja unter Hobby laufen lassen. Ja, aber dann ist ja das Problem, was dann passiert, wenn du dann die Kalkulation trotzdem nicht richtig machst, wie wenn du sie alleine machen würdest, also eine harte Kalkulation, dann machst du ja allen anderen den Markt kaputt. Da kommen wir später noch, da habe ich noch eine Frage an dich. Aber lass uns doch erstmal mal auf diese emotionalen Schwierigkeiten gehen. Also es gibt ja auch negative Erfahrungen. Ich meine, was hat dich so am meisten, wo du gesagt hast, oh Mann, verdammt, das war wirklich eine harte Zeit oder da habe ich wirklich, wirklich mit gekämpft? Gab's da was? Klar. Ich glaube, wenn ich jetzt Nein sagen würde, dann könnte man, glaube ich, Richtung unglaubwürdig abschneiden. Natürlich gab's die und die gibt's auch immer noch. Ich gehe gern mit einem Bild, und zwar mit einem Bild von einem Mammut, wo obendrauf der Reiter sitzt mit den Zügeln in der Hand. Mhm. Und so ähnlich funktioniert ja auch unser Gehirn, zu sagen, das Mammut ist die struppelige, emotionale Wesen und obendrauf hockt der mentale Reiter mit den Zügeln, der sozusagen idealerweise das Mammut irgendwo hinlenkt. Ja. Und je nachdem, wo die Unsicherheit oder die Herausforderungen sind, gibt es oben Ansatzpunkte beim Reiter. Beim Reiter zum Beispiel geht es dahin, wenn man nicht klar ist, wo will ich hin? Wenn man nicht klar ist, welche Schritte braucht es? Habe ich alle mehr oder weniger irgendwie durchgestanden? Wo will ich hin, habe ich mit dem Coach geklärt. Eben ganz klar, ich habe dann einen Deckel gemacht, ich will Heilpraktiker für Psychotherapie werden und ich mache eine Praxis für Hypnosetherapie auf. Als ich das eingeloggt hatte, war der Reiter sozusagen ganz klar, wo geht's hin? Wo geht's hin? Und dann hat es nur noch Zeit geheißen, was braucht's? Damit das klappt, brauche ich eine Heilpraktikerprüfung, damit ich eine Zulassung habe, offiziell. Und ich brauche Räume und ich brauche Praxis und ich muss sozusagen eben mich spezialisieren. Ich habe mich eben spezialisiert auf das Thema Hypnotherapie. Und dann hat der Reiter gut gewusst, wo es hingeht. Sagen, es war schon mal klar. Aber dann läuft es ja doch nicht immer so, wie man es dann einordnet. Ich meine, immer geht das Mammut halt doch durch, oder? Jetzt, das ist auch der Reiter, genau, das ist der Reiter. Jetzt muss man nur schauen, wie kriegt man das Mammut mit ins Boot. Das Mammut hat Angst. Ja. Und je nachdem, was ich für Ängste habe, können die weiter vorne stehen oder eben können die gar nicht so wichtig sein. Was für mich eben aus technischem Background immer so eine Herausforderung war das Thema Reden, Sprechen vor Menschen. Okay. Genau, du sagst es. Bei mir war es früher wirklich so weit, dass ich während der Lehrzeit konnte ich nicht mit fremden Menschen telefonieren.
telefonieren. Genau. Ich meine, es ist ja was anderes, wenn ich jetzt fragen darf. Also es ist was anderes, wenn man sagt, stell dich auf eine Bühne und erzähl 30 Leuten oder 100 Leuten einen Vortrag. Da kann ich schon verstehen, dass man da nervös ist. Aber du hast ja meistens nur einen, zwei Augen, also direkt Kontakt. Ich sag bloß, wo ich herkomme, was so für Ängste da sind oder die mich bei mir so ein bisschen getrieben haben, eben, dass jetzt dieser Kontakt mit Menschen war früher nicht so locker und einfach, wie es mir heute fällt. Und natürlich ist 1:1 immer noch einfacher für mich damals gewesen, geschweige denn daran zu denken, auf die Bühne zu gehen und da vor 20 oder 50 oder 100 Menschen irgendwas zu erzählen, war damals undenkbar. Okay. Heute ist es anders. Das ist schön, das ist doch gut, weil das heißt ja, dass du letztendlich deinen Ängsten gestellt hast, du hast dich konfrontiert und du hast sie sozusagen überwunden, in den Griff gekriegt sozusagen. Genau, auch hier bin ich in diesem Aspekt zwei Wege gegangen. Einerseits therapeutisch aufräumen, andererseits, wie du gesagt hast, trainieren, tun. Ja, verstehe. Genau. Das ist sozusagen das Mammut, das ist das eine. Der zweite Aspekt vom Mammut ist der Unlust. Ich bin sozusagen, das Mammut, das faul ist. Okay. Wenn ich keinen Bock habe, aufzustehen, dann hat das Mammut manchmal ganz schön die Kraft, im Bett zu bleiben. Okay. Das muss man irgendwie sozusagen ins Boot bekommen, dass es trotzdem Lust hat. Das haben wir ja als Angestellter auch, dass das Mammut früh mal nicht aufstehen will. Ganz genau. Nur halt als Angestellter habe ich nicht solche direkten Konsequenzen. Das ist richtig, ja. Wenn dieses Faultier zu viel Raum bekommt, dann bekomme ich nichts auf die Reihe und dann werde ich keinen Umsatz machen. Ja, hattest du denn konkret, Antriebsschwierigkeiten oder Selbstmotivation, wo du sagst, boah, nee, oder lief das einfach so, ich habe da halt was aufgemacht und dann kamen die Leute schon. Also was mir dieses faule Mammut ist bei mir jetzt nicht so aktiv, weil ich erstens sozusagen externe Motivation hatte, meine Family. Ich habe mich verpflichtet, eben ich habe die Verantwortung, dass ich da dastehe und das treibt schon an. Das Zweite ist, ich habe mir einen guten Tagesrhythmus geschaffen. Ich gehe trotzdem 5 Tage in die Woche in die Arbeit, ich verlasse das Haus und gehe abends wieder heim. Gut. Das hat mir auch geholfen. Und das, was hat mir noch geholfen? Eben, dass ich was mache, was mich sehr begeistert. Das macht natürlich, das mag das Mammut gerne. Natürlich, da steht man auch gerne dafür auf. Genau. Darum war das faule Mammut nicht so stark bei mir. Was stärker war dieses frustrierte Mammut, wenn was nicht klappt. Was hat denn nicht geklappt, wenn ich fragen darf? Was hat nicht geklappt? Definitiv die Kundenakquise. Ja, offensichtlich. Ja. Die kommt ja nicht von alleine. Ist ja nicht so, dass du da irgendwie ein Schild rausstellst und auf einmal stehen 100 Leute da und sagen, ja, super, also hast jetzt endlich den Manfred. Ja, ein Teil der Hoffnung war schon so. Ja, logisch, sonst würdest du es nicht machen. Sonst hättest du nicht angefangen. Aber es reicht nicht, kann ich ganz klar sagen, es reicht nicht. Und da ich ja eben aus dem Angestelltenfeld ist, ich war in der Entwicklung und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man sowas anpackt, wie sowas funktionieren kann, geschweige denn, wie man sowas eben rausbringt an den Markt, dass man sichtbar wird. Das hat damals, war einfach großes Fragezeichen. Und vor allem auch, das ist vor allem bei uns im Psychobereich so individuell auch. Also da gibt's mit so vielen Möglichkeiten, wie das funktioniert. Und die meisten wissen es gar nicht bei Ihnen, warum es überhaupt funktioniert. Okay. Also ich sage immer, wenn du gute Arbeit machst, dann funktioniert es. Ja, schon. Aber wenn es niemand weiß, dass du gute Arbeit machst, das bringt dir auch nichts. Aber ganz konkret mal, ich meine, ja, das ist ein Thema, was eigentlich alle Selbstständigen tagtäglich umtreibt, weil der Kunde, den du vielleicht heute schon bedient hast, der braucht vielleicht morgen deine Leistung nicht mehr. Damit ist er wieder weg. Du brauchst jemand Neuen. Vielleicht verlierst du auch einen Kunde, weil irgendwas schiefgegangen ist und es spricht sich rum, dass da irgendwas schiefgegangen ist. Also die Existenz ist ja stark tagtäglich mehr oder weniger auf einem, ich sag mal, wackeligen Fuß. Es ist ja nicht so, dass du einfach nur in die Arbeit gehst und die sind schon alle da. Ganz konkret, ich meine, wie hast du denn einen Tipp, wie bist du es angegangen mit der Akquise und wo du sagst, das ist ein Tipp, den kann ich auf jeden Fall jedem anderen Selbstständigen, egal was er macht,
auch geben, das wäre was, Akquise, so könnte man, so habe ich es geschafft. Wie war, gibt's da was? Okay. Ich sage noch kurz vorher was zu einem weiteren Mammut. Okay. Und dann mache ich die Kurve rüber, weil klar, das hat mir sozusagen in gewisser Weise auch geholfen. Und zwar ist es das Mammut, das neugierig und verspielt ist. Das hat mir geholfen in Richtung Kundenakquise. Ich bin wahnsinnig neugierig. Und das heißt, viele Sachen interessieren mich. Das heißt, wenn ich eine E-Mail mit irgendeinem Thema bekomme, kann es gut sein, dass ich da mal hängen bleibe und mein Tag auf einmal mit diesem einen Thema gefüllt oder verplempert ist. Naja, du hast was Neues gelernt, also so ist es ja nicht. Ich habe was Neues gelernt, aber am Ende des Tages lenkt es mich natürlich von meinem Praxiserfolg drastisch ab. Und das war eigentlich mein stärkstes bremsendes Mammut auf der einen Seite, weil ich ja schnell mit anderen Themen unterwegs bin. Hat auch einen Vorteil, weil ich natürlich auch im Thema Akquise und Marketing mich viel beschäftigt habe. Ich habe für mich einen Weg gefunden, der super gut funktioniert. Und zwar, ich bin ja spezialisiert auf psychotherapeutische Arbeit und eben, ich kenne meine Kunden mittlerweile sehr, sehr gut. Und ich kenne auch die Bedürfnisse und den Leidensdruck der Kunden. Vor allem ist das Thema ja bei uns in Deutschland noch sehr, auch sehr negativ behaftet. Mhm. Wenn du dir einen Tatort anschaust, dann kommen die Psychotherapeuten alle negativ weg. Und Psychotherapie ist was für Schwächlinge. Okay. Genau. Bitte? Also du meinst jetzt die Klienten, die Psychotherapie in Anspruch nehmen oder die Psychotherapie durchführen? Beide. Beide. Beide, empfinde ich, werden in ein schlechtes Licht gesetzt. Ja, ich schaue den Tatort nicht ganz so häufig an, aber ja, erzähl weiter, das ist spannend. Das war jetzt nur ein Beispiel, eben, aber oft bekommt eben der Psychotherapeut einen negativen Touch in Filmen und oft bekommt derjenige, der in Psychotherapie geht, vor allem eine Klatsche angedichtet. Dabei ist es einfach eine Unterstützung mit persönlichen Problemen, besser umzugehen oder sie so zu verändern, dass man nachher ein gutes Leben leben kann. Das ist bei allen anderen Aspekten im Leben, nutzt man die Begleitung von Profis, nur da ist irgendwie das Ganze ein bisschen unklarer, ungreifbar. Das ist das eine. Natürlich das zweite ist, bei uns in der Branche ist auch, ich kann den Nutzen nicht garantieren. Wenn jemand zu mir kommt mit einem Anliegen, sei es, bleiben wir bei mir, ich habe Angst vor großen Menschenmengen zu reden. Ich kann es ihm nicht garantieren als Therapeut, dass er nach unserer Zusammenarbeit diese Angst weg hat. Das macht es natürlich schwer oder schwieriger. Und die Leute in der Regel reden nicht so gern im Freundeskreis mit solchen Themen. Also es ist eher schon noch ein bisschen ein Tabuthema und teilweise auch mit Scham behaftet. Also wenn ich mit so einem Menschen hineinversetze, wo wird der schauen, wo ich Hilfe finde? Am allerersten in einem anonymen Umfeld und da ist das Beste das Internet. Ja. Also was ich schaue ist, wo tummeln sich meine idealen Klienten im Internet rum? Also die versuche ich abzuholen auf meine Homepage. Das bedeutet auf gut Deutsch, du hast eigentlich vorher deine Zielgruppe ganz spitz definiert. Ganz genau. Hast gesagt, wo sind die denn? Also idealerweise würde ich es heute so sagen, es wäre gut zu überlegen, was habe ich für einen Idealkunden? Dass ich mit denen ganz präzise herausarbeite. Was hat, und vor allem halt auch, welche Emotionen drücken denen? Und wo tummeln sich die rum? Wo kann ich die irgendwie abholen? Was kann ich machen? In meinem Fall, dass die auf meine Homepage kommen. Sagen, ich lade sie. Wie kann ich die mit irgendeinem Vehikel dazu bringen, dass sie meine Homepage besuchen? Meine Homepage betrachte ich als mein Schaufenster, damit sie das sehen können. Und dann versuche ich, diesen Besucher auf meiner Webseite so mit dem Thema in Resonanz zu bringen, dass er entscheiden kann, hey, das wäre was für mich. Verstehe. Der nächste Schritt wäre, wenn der potenzielle Klient sagt, das wäre was für mich,
dass er bei mir anruft und mich kontaktiert. Dann komme ich ins Gespräch mit ihm. Ich habe ihn am Telefon. Ich will mit jedem Klienten telefonieren und wir klären alle offenen Fragen. Und ich führe ihn weiter eben dorthin, damit er für sich entscheiden kann, natürlich ich auch für mich, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Wenn er ein klares Ja hat und ich auch ein klares Ja habe, dann kommt er zu mir in die Praxis. Das ist der Weg, der für mich funktioniert. Und das Coole an diesem Weg ist, ich kann relativ automatisieren. Okay, das heißt also, du hast sozusagen die Digitalisierung und die neuen Technologien ganz gezielt dafür eingesetzt, weil sie genau das eigentlich bieten, was deine Kunden eigentlich brauchen. Also ich habe jetzt, wenn du möchtest, ich habe hier nebenbei mal deine Seite aufgemacht. Ich kann die mal hier rüberschalten und dann sieht man, du hast also ganz gezielt sozusagen dich an den Kunden gerichtet, indem du sozusagen ihn und seine Emotionen direkt abfängst und sagst, okay, wenn das auf dich zutrifft, wenn das auf dich zutrifft, dann bist du hier richtig. Und dann gibt es praktisch dann ein Kontaktformular. Und dann wäre das jetzt nur noch die Frage, sag ich mal, Psychotherapeuten gibt es ja viele und nicht jeder deiner Kunden wohnt in Wasserburg. Also auf gut Deutsch, wie hast du bis damit umgegangen mit dem Thema also Regionalität? Das ist ja wieder mal das Geniale am Internet. Ich habe da, die Technik bietet mir da Möglichkeiten, dass ich ja auch mir mein Zielpublikum eben auswähle. Also bei mir zum Beispiel, die meisten Leute kommen eben aus dem Umkreis, sage ich mal, plus minus 40 Kilometer, 50 Kilometer. Mhm. Und da bin ich sichtbar. Und da lege ich auch Wert drauf, dass ich gesehen werde. Inwiefern das jetzt gar nicht. Bitte? Inwiefern gesehen? Wie konkret muss ich mir das vorstellen? Ich meine jetzt physisch gesehen oder im Internet gesehen? Ich bin immer noch im Internet. Ja. Da will ich sichtbar sein. Und wichtig ist es mir, dass ich im Umkreis von 40 Kilometern sichtbar bin. Das heißt, ein Weg, der bei mir gut funktioniert, ist der, wenn mein Idealklient, ich weiß, was der für Suchbegriffe in die Suchmaschine eingibt, dann erscheine ich auf Platz 1. Das ist ja was sich jeder mit seiner Webseite wünscht, dass er quasi gleich oben steht. Ja klar, da hast du wahrscheinlich auch SEO-Optimierungen und ganz gezielte Keyword-Recherche gemacht, logisch, weil letztendlich brauche ich dich nicht suchen unter Pizzabäcker, da werde ich dich nicht finden. Ganz genau. Okay. Also ich hab mir genau Gedanken gemacht, was eben dadurch, dass ich mein Zielkunden gut kenne und gut rausgearbeitet habe, habe ich auch eine Idee, Was hat der für einen Leidensdruck und was sucht der? Ja, eigentlich das Klassische, was sozusagen eigentlich so oft irgendwie gepredigt wird, such dir deine Nische und geh alles spitz da rein. Und das sind ja so diese klassischen Schlagwörter, die wo alle heutzutage im Internet immer wieder zu finden sind. Du hast es konkret umgesetzt und es hat sich für dich anscheinend wirklich sofort rentiert und du hast letztendlich genau den Weg gegangen, deine Kunden aufzuspüren, hast dich darauf vorbereitet, hast dich sozusagen für sie angeboten, sichtbar gemacht und jetzt sind sie auch da. Gibt's denn auch mal, anders gefragt, würdest du rückblickend heute eine Sache irgendwie auch anders machen, wenn du dir rückblickend jetzt weißt, Mensch, die Erfahrung, die ich gemacht habe, gibt's irgendwas, wo du sagst, boah, nee, da hätte ich mir, sparen können? Ich glaube, ich würde vielleicht zwei Sachen würde ich vielleicht anders machen. Das eine ist, was gut wäre, wäre eine Gruppe Gleichgesinnter, die wirklich aktiv mit der Selbstständigkeit arbeiten wollen. Also die sozusagen, die wirklich eine Motivation haben, diese Selbstständigkeit oder dieses Unternehmertum stabil wachsen zu lassen. Das hat man jetzt im Nachhinein, hätte man gut getan. Dass ich also sprich, drei, vier, fünf Leute habe, sozusagen so eine Mastermind-Gruppe, die alle in sozusagen da wachsen wollen. So also, hat man vielleicht gut getan. Die alle auf dem gleichen Weg sind, dass du eben nicht alleine bist, sondern und alles alleine rausfinden musst, sondern dass man sagt, okay, wir wollen alle irgendwie vorankommen. Wie eine Art, klingt es doof, wenn ich das jetzt sage, aber jetzt in deinem Bereich Psychotherapie ist natürlich eine Selbsthilfegruppe, das geflügelte Wort für das völlig anderes. Aber im Endeffekt eigentlich auch nicht verkehrt, eine sogenannte Community zu haben, wo man mit Leuten sprechen kann, die vielleicht schon das
gemacht haben oder die Fehler überwunden haben, die du gerade hast. Und ja, deswegen gibt es ja auch ziemlich viele Business-Stammtische inzwischen immer häufiger, wo man vielleicht aber auch, naja, inzwischen auch eher dazu neigt, immer sein Geschäft zu pushen und versuchen, irgendwie Netzwerke zu machen. Aber eigentlich geht es gar nicht so sehr um den anderen Kunden zu gewinnen, sondern eigentlich um sich auszutauschen. Das ist das, was du meinst. Genau, das ist das Problem. Ich hatte es am Anfang, habe ich schon ein paar so Gruppen getroffen und auch da habe ich noch ein bisschen Zeit sozusagen. Das Problem jetzt bei meinen Kontakten damals war eher, dass entweder die wollten irgendwelchen Blödsinn verkaufen, also was ich überhaupt nicht gebraucht hätte, oder die wollten bloß zum Ratschen zusammenkommen. Also ich habe gar nicht genau gewusst, was es eigentlich braucht, damit so eine Gruppe gut wird. Also eine konstruktive Führung wäre da, oder ein konstruktiver Plan. Da kommen wir jetzt zum zweiten Aspekt, den ich ändern würde, wäre, wenn ich einen Coach an meiner Seite hätte, der eben wirklich schon weiter oben ist, der einen anderen Blick hat, der mich an die Hand nimmt, der mir hilft, meinen Mammut in den Griff zu bekommen und der mich auch darauf hindeutet, hey, da bist du viel zu abgelenkt oder jetzt in meinem Fall, hey, die Angst bremst dich vielleicht da und da aus und der mich da mehr an die Hand nimmt, sozusagen, der mir eine Führungsmöglichkeit mitgibt. Das ist interessant, was du sagst gerade. Ich muss da mal kurz einhaken, weil im Endeffekt ist es ja nichts anderes als das, was du mit deinen Klienten auch machst. Du hast eine ganz andere Erfahrung und sie kommen zu dir, weil du eben anders draufschauen kannst. Du sitzt ganz genau in ihrem emotionalen Problem drin, weil du die Angst nicht spürst, nicht hast, aber du kannst sagen, ja, Moment mal, aber wie realistisch ist denn das heutzutage? Oder was auch immer du für Methoden da hast, letztendlich ist es doch, wir bräuchten eigentlich auch Therapeuten oder ich sag mal Begleiter oder Helfer für alle Bereiche unseres Lebens, ob jetzt für emotionale Probleme, für geschäftliche Probleme, für Partnerprobleme, für Ego-Probleme, ich weiß es nicht, da könnte ich jetzt wahrscheinlich ewig viel aufziehen, für Fitnessprobleme, für Ernährungsprobleme, ja. Du gehst, genau, das ist ja das, wenn du irgendeinen Sport betreibst, dann hast du ja auch einen Trainer. Das ist selbstverständlich, wenn du Kampfsport machst oder Judo, wenn du Judo machen willst, nee, ich mache das nicht daheim alleine, ich gehe natürlich irgendwo hin, wo ein Trainer da ist, der zeigt, das ist ganz normal. Du, in Sprachen und in Musik ist es ja schon Standard. Ich meine, Musiklehrer, Sprachlehrer sind ja auch nichts anderes. Aber die Frage ist, Psychotherapeut ist ja dann auch nicht irgendwie, ist eigentlich ein Emotionallehrer, oder? Kann ich das so bezeichnen? Ja, im Grunde geht es so viel um Emotionen. Eben, wenn wir den Reiter mitnehmen wollen, dann geht es einfach um Persönlichkeitsentwicklung. Ja, also ein Lehrer für Persönlichkeitsentwicklung, emotionale Stabilität, Lebensglück, das kann man, glaube ich, alles so zusammenfassen. Genau, oder? Klarheit finden. Wie kann ich da hinkommen, wo ich hin will? Okay. Was sind meine Blockaden? Genau um das geht's. Ja. Und das ist jetzt natürlich, geht's das natürlich auch im Selbstständigwerden. Wäre es natürlich super sinnvoll, ich hole mir meinen Judo-Lehrer an die Seite, der mir zeigt, idealerweise, der in meinem Bereich schon paar Jahre voraus ist, der mir zeigt, hey, welche Hürden oder welche sinnlosen Aktivitäten kann ich mir sparen. Okay, jetzt mal anders gefragt. Was ist jetzt, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, boah, der Manfred ist super, den möchte ich jetzt gern mal irgendwie als Lehrer haben. Jetzt wohne ich aber in Kiel. Und ich kann jetzt da nicht einfach hinfahren. Kann ich dann trotzdem mit dir zusammenarbeiten in so einem Fall? Das kommt eben aufs Anliegen drauf an. Das ist so, was sich im Laufe der Jahre bei mir ein bisschen auch als zweites Standbein heraus kristallisiert hat, ist eben das, durch meinen technischen Background kann ich gut mit diesen modernen Medien wie das Internet und so weiter, weiß ich, was Sache ist. Und der klassische Heilpraktiker hat da eher eine Blockade. Also das Mammut von dem klassischen Heilpraktiker hat Panik vor moderner Technik, meistens. Interessant. Oder der Reiter weiß gar nicht, was es überhaupt braucht. Und da mittlerweile begleite ich andere Heilpraktiker oder Therapeuten beim Praxisaufbau, bei der Praxisakquise. Eben, ich weiß mittlerweile, was es braucht und vor allem, was es auch nicht braucht, damit am Ende des Tages die Klienten oder die Kunden in die Praxis kommen. Und das geht eben auch heute, wie es wir machen, über Skype oder über Zoom, das geht auch viel genauso.
Das ist gut, weil letztendlich musst du ja nicht nur, dass die Kunden zu dir kommen und glücklich sind. Am Ende muss ja auch für dich deine Kalkulation stimmen. Und das wäre jetzt gleich so ein Thema, wo ich jetzt mal ein bisschen überleiten möchte, weil das passt eigentlich gut dazu. Jetzt mal Hand aufs Herz. Preisgefüge, Heilpraktiker, Konkurrenzsituation. Ich meine, es gibt Heilpraktiker, also gefühlt wie Sand am Meer. Auf der anderen Seite, Preisdruck unter Heilpraktikern. Macht ihr eure Preise selber? Gibt es Vorschriften? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, nee, da habe ich kein Problem mit, dass mir der andere quasi den Kunden wegdampft, wie man so schön sagt. Gibt es da irgendwas aus deiner Erfahrung? Also aus meiner Erfahrung ist eine Bandbreite, die ist riesig bei den Heilpraktikern. Viele, viele, die mehr das als Hobby machen, haben teilweise Preise, die die wirklich Hobbypreise sind. Die würden es auch wahrscheinlich umsonst machen. Also ich sehe da teilweise Preise, die rufen 40, 50 Euro in der Stunde auf. Das geht, da kann man nicht leben davon. Das ist das eine, was ich sehe. Das andere, Konkurrenz. Also in meinem Fall, bei mir heraus am Lande, ich bin so spitz aufgestellt, das, was ich mache, macht kein anderer. Also gibt es in deinem Umfeld, hast du in deinem spitzen Nischensegment gar keine so direkte Konkurrenz, sage ich. Bei mir heraus in Wasserburg gibt es keinen Heilpraktiker für Psychotherapie, der mit Hypnosetherapie auf den Markt tritt. Es gibt schon Heilpraktiker für Psychotherapie, gibt es wie Sand am Meer, hätte ich fast gesagt. Aber die sind eben so wischiwaschi unterwegs und werden nicht sichtbar, erstens. Das Zweite, was die nicht machen, ist, die bieten dem potenziellen Kunden keine Resonanzmöglichkeit. Also zur Resonanzmöglichkeit, um zu entscheiden, der ist der Richtige für mich. Und es ist so eine persönliche Aktivität. Das ist so, wie meinst so du das? Intim. Mach mal ein Beispiel. Persönliche Resonanz, weil das ist ja was du als Selbstständiger immer hast. Schließlich willst du ja als Selbstständiger nicht ein Produkt verkaufen, wie, ich sage jetzt mal, ein Eiskratzer, sondern du verkaufst ja deine Dienstleistung. Du verkaufst ja dich als Person, dein Know-how, deine Erfahrung, deine Arbeitszeit, deine Arbeitskraft. Das hat ja immer was mit Sympathie, mit Persönlichkeit, mit irgendwie, wie soll ich sagen, gegenseitigem Respekt zu tun, weil letztendlich wirst du dann auch fair bezahlt werden und pünktlich bezahlt werden und letztendlich möchtest du, dass der wiederkommt oder zufrieden ist. Mhm. Da hat sehr viel was mit Sympathie oder Persönlichkeit zu tun. Ich meine, das Erste ist einmal, dass es Sinn macht, dass man sich selber besser kennenlernt. Wenn man wieder bei der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich mich gut kenne, dann tue ich mir viel leichter auch das Gegenüber besser kennenzulernen. Das ist der Anfang. Wenn ich das Gegenüber besser kennenlerne, wir sind wieder beim Idealklienten. Wenn ich weiß, was hat der für Bedürfnisse, dann kann ich viel besser auf ihn eingehen. Ah, das gilt natürlich jetzt für alle Selbstständigen, weil letztendlich... Ja, natürlich gilt es für alle Selbstständigen. Einen eigenen Klienten, wo er sagt, Mensch, dem will ich meine Leistung verkaufen, mit dem möchte ich zusammenarbeiten oder für den kann ich seine Probleme lösen. Dann ist natürlich richtig. Ja, das ist gut gesagt. Genau. Jetzt zum Beispiel, meine Klienten ist immer irgendwie, das Angstsystem im Gehirn ist immer irgendwie aktiv. Also der fühlt sich immer irgendwie unsicher, fühlt sich auch teilweise eben fast schon ohnmächtig, weil er nicht weiß, wie er damit mit seiner Lebenssituation im Moment zurechtkommen will. Und das macht natürlich eine große Belastung aus. Und da kann ich ihn abholen, weil ich es verstehe, wie es ihm geht. Das Zweite ist, oftmals haben die große Beziehungsprobleme. Also eine Beziehung in Sachen zwischenmenschlichen, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wenn ich ihm aber begegne auf Augenhöhe, hey, du bist okay, so wie du bist. Und ich nehme dich so, wie du bist und du darfst so sein, wie du bist. Du musst dich nicht verstecken, du musst dich nicht schämen. Wenn ich dieses Gefühl rüberbringe, dann kann der noch leicht entscheiden, hey, der wäre was, mit dem könnte ich zusammenarbeiten. Dem traue ich es auch zu, dass er das kann. Weil hinschreiben, ich mache Hypnotherapie und morgen ist alles gelöst, das kann ja jeder irgendwo hinschreiben. Das heißt, du legst Wert darauf, dass die Leute am Ende sozusagen mal, jetzt könnte man das mal, was ich marketingtechnisch zusammenfassen, dass die Leute in deinen sogenannten Funnel hineinkommen, also die finden dich, die sehen dich, dann kriegen sie die Undock-Möglichkeit, wie erreiche ich den? Und dann geht es darum, dass du persönlich ins Gespräch kommst mit ihnen. Das ist am Ende wahrscheinlich das Ziel, damit du überhaupt eine Kundenbindung oder Kundenbeziehung aufbauen kannst. Weil du weißt ja gar nicht, wer da draußen rumrennt und ein Problem hat sozusagen.
Ja, ich baue schon, also meine Absicht ist schon, die Beziehung auch schon auf der Webseite zu starten. Ich gebe dem nicht nur Fakten auf der Webseite, sondern ich versuche auch, mit ihm in Beziehung zu gehen, dass er ein Gefühl bekommt, ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das was ist. Also du das könnte ich mir vorstellen, bring das nächsten Schritt, da rufe ich mal an. Das heißt, du versuchst ihn auch schon auf der Webseite zu verstehen, sozusagen. Ganz genau. Ah. Darum brauche ich ein Bild meines Idealkunden. Ah, ja. Und wenn ich das schaffe, wenn ich weiß, was ist für den wichtig? Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der wirklich ganz harte Deadlines hat. Ich muss am Freitag um 12 muss das Arbeit gemacht sein. Dann kann ich das schauen, wie kann ich ihm das rüberbringen, dass er hundertprozentig sicher sein kann, ich liefere pünktlich meine Arbeit ab. Und auf mich kannst du dich verlassen, sozusagen. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in Richtung Hausbau gehe oder Richtung Bauwirtschaft gehe, als Handwerker, was will denn der Architekt? Der will keine Probleme haben und der will Pünktlichkeit. Ja, natürlich. Und wenn ich das schaffe, dass ich das kommunizieren kann und vor allem glaubhaft kommunizieren kann, dann bin ich natürlich viel weiter oben in der Auswahlliste. Ja, der will letztendlich Verlässlichkeit zu einem Preis, den er sich leisten kann. So. Das muss man auch rausfinden, ob der Preis wirklich ein Thema ist. Es kann sein, dass der Preis gar nicht so relevant ist. Hauptsache die anderen Aspekte werden geliefert. Du meinst also jemand, der ja gut in einer emotionalen Stresssituation, wie du wahrscheinlich deine Klienten hast, sind natürlich viele eher bereit, irgendwie mehr zu geben für ihr Problem, weil es ja existenziell ist, als wenn du jetzt sagst, na ja, also so ein Gespräch mit dem Manfred mal zuzuhören, was ich letztens so gemacht habe, das ist jetzt nicht so interessant, dass ich da viel Geld ausgeben würde. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe jetzt ein existenzielles Problem und ich brauche jetzt wirklich jemanden, der mir da hilft, dann ist wahrscheinlich Geld nicht mehr so das Thema, oder? Genau. Dann ist es halt auch ein Aspekt, der geklärt wird. Aber Geld ist ja eben ein Aspekt vom Reiter oben. Ja, ja. Aber schon. Das Problem ist unten beim Mammut in dem Fall. Das ist richtig, ja. Am Ende des Tages könnte ich jetzt auch sagen, ja, ich meine, das Mammut ist jetzt die Selbstständigkeit an sich und der Reiter hat irgendwie oben das Problem mit dem Geld. Jetzt mal Hand aufs Herz. 9 Jahre Selbstständigkeit, passen die Zahlen schon im ersten Jahr bei dir? War das alles irgendwie mega? Wie lange hast du gebraucht, um auf dein finanzielles Sollziel zu kommen? Mhm. Also im ersten Jahr passen die Zahlen nicht. So wie ich gestartet bin, eben mit völliger Unwissenheit, auch mit neuer Branche, ich glaube nicht, dass es realistisch ist, im ersten Jahr da gute Zahlen zu liefern. Im zweiten Jahr hat es dann einigermaßen geklappt. Ich habe es dann einigermaßen verstanden. Ich habe einige Sachen hinbekommen, eben zu umsetzen. Und dann ist es Stück für Stück besser geworden. Ja. Aber es braucht seine Zeit. Das wäre das eben mit dem Coach zum Beispiel und mit dieser Mastermind-Gruppe. Ich denke, mit diesen beiden Möglichkeiten oder vor allem in Kombi wäre es viel, viel schneller passiert. Okay, weil du halt nicht jeden Fehler selber machen musst oder herausfinden musst, woran liegt es denn irgendwie? Genau. Okay. Ich laufe nicht so oft in irgendeine Sackgasse rein. Ja, und verschwendest letztendlich nicht Zeit für einen Versuch, der vielleicht, wo ein anderer sagt, ja, hat bei mir auch nicht geklappt. Ne? So. Genau. Okay. Es braucht Zeit, es braucht dranbleiben und dann kann es aber funktionieren. Ja, natürlich. Also ich meine, eine gewisse Konsequenz und einen gewissen Willen und eine gewisse Disziplin brauchst du natürlich sowieso, weil das ist ja ein Motor, den du selbst vorantreibst und in dem Moment, wo du nicht mehr treibst, bleibt das Ding halt auch stehen. Ja, das ist bei den meisten so. Du hast vorhin über Automatisierung gesprochen. Das fand ich ganz interessant, weil das würde jetzt genau dem Thema an sich anschließen, wenn ich eben, was kann man als Heilpraktiker, mal blöd gefragt, ich bin jetzt da nicht der Experte, aber was kann man als Heilpraktiker automatisieren? Du brauchst ja einen Kunden, der muss ja kommen, mit dem musst du ja eine Stunde reden oder so. Was ich automatisiert habe, ist der Prozess der Anbahnung bis zum Telefonat. Also bis zum Telefonat läuft bei mir alles automatisch. Okay, das heißt, alles vorher, der entdeckt dich,
du kriegst nicht mit, dass er sich dich entdeckt, dann macht er den emotionalen Prozess durch, aufgrund den du vorbereitet hast. Und am Ende hoffst du, dass der Prozess so gut vorbereitet ist, dass er am Ende den Impuls auslöst, zu sagen, ich wähle jetzt seine Nummer. Genau. Also ein automatisches Kundenakquisesystem. Genau. Wow. Da müssen wir uns nochmal extra drüber unterhalten. Da gehen wir auch noch was lernen. Das ist ja vielleicht nicht schlecht. Ja. Das ist halt, genau, das ist jetzt ein Weg, der halt für mich eben in der Psychotherapiepraxis sehr gut funktioniert. Und die Kunst ist da eben passend zu seinem Zielpublikum oder zu seinem Zielkunden einen passenden Weg sich zu erarbeiten. Und Akquisewege gibt es gefühlt unendlich. Ja, aber du möchtest ja den Weg bereitstellen, der für deinen Kunden am einfachsten zu gehen ist, am leichtesten, ohne große Hürden, oder? Ja, jetzt in dem Fall habe ich es eher aus meiner Sicht, aus meiner Warte entschieden, ich gehe einen Weg, mit dem ich gut kann. Weil die Akquise ist ja eine Aktivität, die ich als Selbstständiger machen muss. Ja, und ich muss einen Weg finden, der mir gut liegt. Ja, ja. Jetzt, vielleicht ganz interessant, warum habe ich nicht den Weg gewählt, Vorträge zu halten? Gute Frage, ja, warum? Einfache Antwort, weil ich viel zu viel Schiss hatte, vor vielen Menschen zu sprechen damals. Ja, also musstest du wieder anonym bleiben und sozusagen diesen Akquiseprozess oder beziehungsweise diese Angst dieser Präsentation, die du vom Anfang auf gesprochen hattest, sozusagen anderweitig zu umgehen. Eigentlich, ja. Genau. Lungen. Das ist jetzt im Nachhinein, in der Rückschau, kann ich das klarer sehen. Ja. Weil im Grunde wäre das schon auch ein sehr guter Akquisekanal, weil wenn ich live persönlich in Kontakt komme mit meinem Zielpublikum, dann können die viel schneller und viel besser ein Bild von mir machen. Also ja, logisch. Aber jetzt ist ja so, ich meine, wenn das jetzt hier jemand sieht, dann hat er ja dich schon kennengelernt und jetzt, du musstest nicht vor ihm sprechen. Also wenn jemand sagt, Mensch, der Manfred ist ein super Typ, ja, vielleicht kann er mir irgendwie weiterhelfen, dann ja, warum nicht? Genau. Das ist der Weg, den man für sich als Freiberufler selber finden muss. Wie schaffe ich es, dass ich auf den Weg, den ich gerne gehen mag oder gehen kann, wie schaffe ich, dass die Klienten zu mir kommen? Ah ja, also wiederum Sichtbarkeit auf die Art, wie du dich wohlfühlst. Okay, jetzt haben wir viel über Emotionen gesprochen, jetzt haben wir viel über selbstständige Höhen und Tiefen gesprochen. Wie schaut es mit Altersvorsorge aus? Wie schaut es mit Diskussionen um Preise aus? Gibt es da Probleme? Okay. Also Diskussion Preise habe ich bei mir, die größte Diskussion war der Preis mit mir. Wo fühle ich mich wohl? Ein Buch habe ich mal gelesen von irgendwem, der, wie man als Selbstständiger oder vor allem jetzt in der therapeutischen Arbeit, wie man seinen Preis festlegt. Der hat so gesagt, geh hoch, bis du merkst, ich spüre sie nicht mehr gut an und dann verdoppelt den Preis. Verstehe. Okay, also das heißt also bei dir, ich sag mal, gibt es so Probleme auch als Heilpraktiker, wie Leute kommen zu dir und sagen so, boah, nee, können wir es nicht billiger machen? Kannst du mich ein Angebot machen? Und gibt es Leute, die sagen, denen du dann hinterherlaufen musst und hast irgendwie Zahlungsausfälle von, ich weiß nicht, so x Prozent? Da habe ich einen guten Mentor gehabt. Ich habe für mich den Preis festgelegt. Also therapeutisch ist das Honorar bei 120 Euro pro Stunde. Mhm. Den habe ich für mich festgelegt und der ist nicht diskutierbar. Okay. Da gibt es keinen Radi. Das Einzige, was ich mache, ist sozusagen, wenn jemand sozial irgendeinen Härtefall hat oder irgendwie am Schule oder irgendwie sozusagen, wenn es einen Aspekt gibt, der nachvollziehbar ist, dann habe ich da kein Problem runterzugehen. Aber das der Preis... vorher erst testen, weil ich könnte ja zu dir kommen und sagen so, boah, ich habe da voll die sozialen Probleme, du kannst es nicht nachprüfen oder du hast es noch nicht nachgeprüft und dann... Mhm. Nein, da geht es gar nicht ums Nachprüfen, sondern eben beim Telefonat erzählt er mir ja, was los ist. Ja, okay. Und nur weil er soziale, also nur sozusagen, weil er momentan wenig Geld hat, das zählt nicht. Momentan heißt ja nicht auf ewig. Nein, da lasse ich mich nicht drauf ein. Ich weiß, ich sage es ihm auch immer manchmal, ich weiß, es ist viel Geld, es ist eine Investition in dich. So präsentiere ich das. Und das ist auch die Haltung dazu. Es ist viel Geld, ja. Vor allem, weil ich hauptsächlich Privatzahler habe.
Okay, das heißt, und, keine Zuschüsse oder wie die... Da gibt's meistens oft gibt es keine Zuschüsse. Manchmal haben sie eine Zusatzversicherung. Sowas gibt es zum Beispiel. Okay, gut. Aber viele zahlen das auch privat. Und ja, das ist eine Investition in ihr eigenes Leben. Und mit dem kann ich gut gehen, weil sie investieren auch in ein neues Auto oder in Alufelgen oder in was weiß ich was. Das ist eine Entscheidungsfrage. Und die kann ich, die will ich, ich will sie auch nicht durch eine Reduktion des Honorars wahrscheinlicher machen. Weil dann verliert es auch an Kraft. Also finde dann die Message jetzt, sag ich mal, für heute, für unsere Zuschauer heute draußen. Also finde den Preis, der sich für dich gut anfühlt und ja, und bleib dabei. Ja, mit dem Gefühl würde ich sehr, sehr aufpassen, weil das Gefühl oftmals viel zu niedrig schon anschlägt. Wo man also sich du sagst fühlt. Jetzt, konkret, das ist zwar eine tolle Faustregel, aber eigentlich führt nichts dran vorbei zu rechnen. Punkt. Ja, definitiv führt nichts dran vorbei zu rechnen. Du musst die Zahlen im Griff haben. Wenn dein Gefühl sagt, 40 Euro fühlt sich gut an, dann ist das, dann hilft das gar nichts, weil du pleite gehst. Ja, okay. Logisch. Also, dafür haben wir ja auch, wie gesagt, Tools und Rechenmöglichkeiten geschaffen. Idealerweise schaue ich das Ganze von mehreren Seiten an. Eben. Was sagen die Zahlen, damit ich überleben kann? Was sagen meine Emotionen? Aber auch, was sagt der Markt? Ja, eben. Es bringt ja nichts, wenn jetzt du sagst, boah, meine Zahl ist die X und der Markt sagt alles so, pff. Weil du bist ja in einer Situation, sag ich mal, das ist ja schon so ein bisschen eigentlich nicht so verkehrt. Du hast Leute, die wirklich auch einen existenziellen Druck haben. Ich vergleiche das so ein bisschen mit einem Schlüsseldienst. Du stehst vor der Tür, hast dich ausgesperrt und irgendwie ist es schon so, dass du sagst, ja klar, es ist viel Geld, aber ich muss jetzt irgendwie da durch. Ich muss das jetzt irgendwie schaffen. Und jemand anderer, der sagt dann, ja geh halt zum Huber-Nachbarn, der macht das Ganze für 100 Euro. Ja, ganz so ist nicht, weil dann wäre es ja, das ist ja schon fast, was der Unterschied ist. Meine Klienten haben meistens Zeit und die probieren schon sehr viel auch selber aus. Also die meisten, wenn die zum Beispiel das Thema Angst, die probieren verschiedenste Sachen aus und schauen eben, die wollen was verändern, aber die müssen nicht heute sofort. Beim Schlüsseldienst muss ich ja sofort heute. Ja gut, aber was würdest du jetzt machen, wenn jetzt die Situation ist? Ich meine, viele Branchen haben eben nicht das Glück, dass sie, sag ich jetzt mal, so Klienten haben, die jetzt ganz so zielgerichtet auf dich sind, sondern die sagen, ja gut, ich habe hier so viele Konkurrenten um mich rum, dann sagt mir permanent jeder einer, ja, da drüben macht's aber billiger und der macht's billiger. Ich meine, die Diskussion hast du ausgeschlossen, weil du sagst, bei mir gibt's nur einen Fixpreis und das ist es dann. Aber das würde ja dann auch bedeuten, ich verkaufe eine Pizza für 30 Euro und keiner kommt. Kann ja auch passieren. Was machst du dann? Dann bist du entweder beim falschen Zielpublikum oder dein Nutzen ist schlecht. Dein Nutzen, den du praktisch erschaffst. Und was machst du, wenn du jetzt, sag ich mal, bei deinem richtigen Zielpublikum bist, aber deine Kollegen um dich herum in den letzten Jahren den Markt quasi kaputt gewirtschaftet haben? Was wäre da dein Tipp? Du hast wahrscheinlich ein Problem. Das heißt, also, ja, da muss man nochmal spezifischer hingucken. Was du schauen kannst, definitiv über den Preis sich zu verkaufen, ist ziemlich anstrengend und desaströs bis ruinös, wenn du dich nur über den Preis unterscheiden willst. Was du schauen kannst ist, schau dir deine Mitbewerber an und find genau raus, wo bist du besser. Einerseits also eine strategische Positionierung letztendlich, eine Neupositionierung. Du kannst dich neu positionieren oder du kannst jetzt schauen, eben wo, in welchem Aspekt bin ich besser und auch welchen Kunden kann ich damit besser dienen? Also bin ich schneller, bin ich kreativer, bin ich, was kann ich noch? Qualitativ hochwertiger vielleicht auch. Qualitativ hochwertiger kann ein Aspekt sein. Das muss ich natürlich irgendwie auch gut transportieren können. Aber eben, welche Aspekte sind bei meinem Kunden im Vordergrund? Und kann ich die ihm zeigen, damit ich nicht mehr so austauschbar werde? Wenn ich nur im Preis vergleichbar bin, dann habe ich ein Problem. Definitiv, ja. Aber wenn man jetzt immer wieder auf den Bau, am Bau wechselt, wenn du immer den billigsten nimmst, nur vom Preis her gesehen, hast du am Ende einen Haufen Probleme.
Und es gibt sogar bei öffentlichen Ausschreibungen, habe ich schon gehört, dass die den billigsten streichen und dann erst den zweitbilligsten nehmen. Also, und die mittlerweile aber auch andere Aspekte der Gewichtung anlegen können. Wie zuverlässig war er in der Vergangenheit? Wie wahrscheinlich ist die Umsetzung? Kann ich ihm das zutrauen, dass er das Projekt umsetzen kann? Alle solche Aspekte werden beim Bau manchmal mit reingenommen. Und je kleiner das Bauprojekt ist, desto mehr Persönlichkeit kommt mit rein. Hm. Nämlich ein Handwerker, der ich weiß, in 5 Jahren bin ich immer noch da und kann anrufen, wenn ich ein Problem habe. Das ist mir wichtig, zum Beispiel. Ja, also dich kann man zum Beispiel wieder anrufen, weil du bist ja noch da. Also wenn du im nächsten Jahr wieder ein Problem habt, dann kennst du jemanden schon und sagst, okay, können wir aufbauen auf dem Thema. Zum Beispiel. Aber solche Aspekte kann man sich genauer anschauen, damit ich nicht in den Preiskampf rein muss. Ja, weil Preiskampf bedeutet ja dann am Ende auch, Kalkulation stimmt nicht mehr und dann fällt einiges hinten runter. Bei den meisten, also aus der Erfahrung heraus, fällt dann als erstes die Altersvorsorge runter. Ja, wie schaut es da bei dir aus? Kriegst du das ist, geregelt mit deinem Umsetzen? Genau, das ist ein wichtiges Thema, das man sehr leicht auf nächstes Jahr verschiebt. Ja, ja, eben. Und das machst du dann 10 Jahre und dann hast du es 10 Jahre verschoben, genau. Genau. Also das ist das eine, wie es ich für mich gelöst habe. Ich buche monatlich automatisch Geld weg auf Altersvorsorgekonto. Und was ich geschaut habe, ist, dass ich Geld anlege, wo das Anliegen wenig kostet. Also wenn du dich an einen klassischen Rentenberater oder Lebensversicherungsberater oder irgendwie so in so ein Produkt investierst, sage ich es mal, dann hast du sehr hohe Produktkosten. Ja. Ja. Du hast praktisch sozusagen günstige Anlageprodukte, die in der Verwaltung wenig Kosten produzieren. Okay. Genau. Sehr wenig laufende Kosten haben. Genau. Also das habe ich in der Hand. Wollen wir jetzt ja nicht so tief einsteigen. Mir ging es mehr darum, ob du hast es anscheinend auf dem Schirm und das finde ich eine gute Sache. Ja, ja. Und das ist, du bist ja insgesamt eigentlich ein super Paradebeispiel für einen Selbstständigen, der eigentlich nicht selbstständig sein wollte, so unterm Strich, oder eigentlich gar kein Selbstständiger ist, aber der sagt, ich habe so viel Lust auf das Thema, dass ich alles andere, gut, ich kann es nicht ausblenden, aber ich kann mich so gut darauf vorbereiten. Ich kann versuchen, Risikominimierung bis zum letzten Detail zu machen, dass es so sich für mich trotzdem noch gut anfühlt, damit ich meine Tätigkeit aber doch frei für den Klienten gut ausüben kann. Das ist interessant. Ganz genau. Mein Fokus liegt auf die Zeit beim Klienten. Da habe ich 1:1 Zeit und auch 1:1 Arbeit. Und da will ich voll da sein. Und dafür versuche ich, das drumherum so gut, so wie es möglich ist, zu systematisieren und zu automatisieren. Eben, ich brauche mir nicht jetzt 100 Gedanken machen, wie mache ich das mit meiner Altersvorsorge, wie mache ich das mit meinen Sachen, sondern ich mache das automatisch. Das ist ein Dauerauftrag und dann geht es von alleine. Das ist einmal Hirnschmalz und dann brauche ich nicht mehr nachdenken drüber. Super, dann lass uns doch mal schnell ganz kurz die letzte Frage stellen, die mich mir jetzt anbahnt, mehr oder weniger. Das sind wahnsinnig viele Sachen jetzt dabei gewesen für unsere Zuschauer. Und muss ich sagen, also ja, wenn du dich zum Beispiel auch selbstständig im Heilpraktikerberuf machen möchtest, dann glaube ich, war das jetzt hier ein wahnsinnig wichtiger Podcast oder beziehungsweise auch ein gutes Interview von und wahnsinnig viele Tipps von Manfred. Da sage ich dir herzlichen Dank, Manfred, für diese tollen Einblicke. Hast du noch einen Tipp, jetzt gerade mal für Neueinsteiger, einen Master-Tipp, wo du sagst, das ist es, mach das und beachte das und alles andere kommt dann mit der Zeit. Gibt es da irgendwas, was du unseren Zuschauern mitgeben kannst? Mach weiter. Mach weiter, sammel Erfahrungen. Du wirst Herausforderungen haben. Du wirst bestimmt das eine oder andere Frustrationserlebnis haben. Wenn du dann weitermachst, dann wirst du Stück für Stück nach oben kommen und nach oben in Richtung Erfolg, so wie es für dich richtig und wichtig ist. Also dranbleiben. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Da kann ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank, Manfred, für diese tollen Einsichten und für die tollen Einblicke in deine Erfahrungen. Ich wünsche dir weiterhin gute Erfolge mit deiner Selbstständigkeit, dass das System auch weiterhin noch perfektioniert wird oder auch weiterhin gut läuft und weiterhin viele Klienten, die glücklich sind und denen du auch wirklich weiterhelfen kannst. In diesem Sinne vielen Dank für deine Zeit und alles Gute bis dahin. Ciao. Danke gleichfalls, auch dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, ja. Ciao. Ciao.